zusammen, hier ist eure Agentin Lee mit einer Vorlesung aus dem Buch Honigvogel von Oliver Züger. Also dieses Mal erzähle ich euch nicht nur, worum es geht, sondern ich fange einfach damit an. Kapitel 1. In letzter Zeit schienen die Sekunden Minuten und die Stunden Tage zu sein. Während Abdul Ben Hassan in seinem kleinen Geschäft die wohl schmackhaftesten Hühnchen in Jeddah zubereiteten, sind Abduls Gedanken stets nur bei Hosna. Wenn er wählen könnte, würde er jede Minute bei ihr verbringen. Jedoch kündigte vor einigen Tagen sein vertrauter Mitarbeiter Orhan. Nun arbeitet nur noch Omar Sahim mit Abdul. Keine Möglichkeit, ihn alleine zu lassen. Seine Erfahrung im Geschäft ist einfach zu gering und es braucht mindestens 2 Personen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir brauchen noch ein halbes Hühnchen für Tisch 4. Omar hielt Abdul aus seinen tiefen Gedanken zurück zur Arbeit. Omar arbeitet seit 4 Monaten für Abdul. Obwohl er erst 24 Jahre alt, ist Omar gewissenhaft und aufrichtig. Das wenige Geld, das er bei Abdul verdient, spart er und sendet es jeweils Ende des Monats an seine Familie in Peshawar. Abdul versteht die schwierige Situation von Omar und lässt ihn deshalb kostenlos in seinem Geschäft übernachten. Am Anfang war es äußerst ungemütlich für Omar, auf dem Boden zu schlafen. Mit seinen 1,87 Meter fand er keine geeignete Liegefläche im kleinen und engen Lokal. Doch aus Dankbarkeit, eine Bleibe zu haben, sagte er nichts und machte es sich so bequem wie nur möglich. Wahrscheinlich würde er noch heute in sich zusammengekauert am Boden liegen, wäre Abdul nicht eines Nachts überraschend nochmal ins Geschäft gekommen. Abdul sah, dass Omar in einer verkrampften und ungemütlichen Stellung am Boden schlief. An diesem Abend ordneten sie die Einrichtung im Lokal neu an. Von da an konnte Omar sogar auf einer Matratze neben dem WC schlafen. Doch tagsüber muss die Matratze in einem Nebenraum verstaut werden. Niemand darf wissen, dass er im Lokal lebt, da dies strikt vom Eigentümer verboten ist. Wenn man den Verkaufs- und Aufenthaltsraum betritt, findet man zur linken Seite einen großen Kühlschrank mit einer leuchtenden Pepsi-Aufschrift.